So, dann mal herzlich willkommen zurück hier zum nächsten Spiel. Wie ihr seht, habe ich schon ein paar Fähigkeitspunkte verdient. Meine Beliebtheit liegt bei 46% und meine Chemie bei 50%, was auch immer das zu sagen hat. So, und das ist mein erstes Spiel für die Rockets. Für die Houston Rockets. Mich wundert, dass sie mich genommen haben, aber es lag wahrscheinlich an meiner Nettigkeit. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nochmal die Einstellung überprüft. Also jetzt dürfte es theoretisch bloß noch einmal eine Halbzeit 5 Minuten sein. Es kann sein, dass es in dem ersten Rookie-Spiel nicht einstellbar ist. Ich weiß es nicht. Ich werde es wohl auch nie erfahren. Ach, zumindest jetzt habe ich die Zeit aufs Niedrigste gestellt. Ist leider 5 Minuten. Ich hoffe mal, dass es so ist. So, und die ersten 5 sind Aaron Brooks und James Harden. Okay. Doch, Omen Eskid. Achso, von den Rockets. Ach, schade, ich bin nicht dabei. Thomas Robinson und der andere noch halt. Und jetzt geht's los. Die Pistons. Craig Monroe, okay. Sind das die Werbefirmen da drüben hier? State Farm oder so? Okay, ist jetzt halt auf der Auswechselbank. Na gut, hat er ja auch gesagt, ist die einzige Möglichkeit so schlecht wie ich war. Tja. Ich hoffe mal, dass ich nicht die ganze Spiel auf der Auswechselbank sitze. So, das ist also sozusagen mein erstes Spiel bei der NBA auf der Auswechselbank. Naja. Was machen wir als erstes? Wir gucken uns da mal die Halle an. Und die Halle sieht irgendwie komischerweise genauso aus wie die andere Halle. Aber ich habe einen kleinen Asiaten neben mir sitzen. Ist ja wunderschön. Oh, was haben wir hier? Da sitzen ja noch mehr. Jau! Houston vor! Noch ein. Naja, Tor kann man es nicht nennen, aber. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt ist es so schön. Make some noise! Tja, tja, tja. Nun, und Hauptsache ein bisschen hier drin ist Musik. Komm, Alter, setz dich hin. Da, mein erstes Spiel war ich wohl auf der Auswechselbank komplett verbringen, so wie es aussieht. Ach, läuft das eigentlich jetzt überhaupt die Zeit 5 Minuten? Da rede ich schon 3 Minuten. Jo, ich habe nicht drauf geachtet. Ich hoffe mal, die läuft jetzt auf 5 Minuten. Ich weiß es nicht. Es berichtet Doris Brogan. Ja, ist doch schön, dass du berichtet. Ich hab dich gar nicht eingestellt, du Kleine. Und jo, drinne ist es. Ja, die schöne Atmosphäre hier beim ersten NBA-Spiel der Rocket Hornets in diesem Jahr. Und, knapp daneben ist auch vorbei. Würde ich jetzt mal so sagen. Und Brooks rennt oder was auch immer. Und drinne. Wunderschön. So geil. Ja, wir können auch einfach mal ein bisschen gespannt die ganze Sache thematisieren. Indem wir es angucken. Trainer, komm, wechsel mich mal ein. Ich zeig dir, wie gut ich bin. Ich habe trainiert. Ich habe Schüsse trainiert. Also ich habe herausgefunden, was das mit diesen Drills zu tun hat. Drillen sind auch Trainingseinheiten, die man machen kann. Ich habe die jetzt mal so gemacht, ohne aufzunehmen. Ich denke mal, das werde ich auch so weiter beibehalten. Das ist im Prinzip eigentlich bloß, da hast du, sagen wir mal, beim Wurfen, da hast du Felder, da schießt du dann drauf und muss dann halt besser sein als theoretisch dein Gegner. Oh, eine Sprite. Und bumm, drinne. Wunderschön. Ob man auch die Dinger zerkloppen kann? Ich weiß es nicht. Zumindest gibt es da, wie gesagt, da Punkte dafür. Und dann diese Points, diese FP-Points, die kann man dann wahrscheinlich eintauschen gegen
ja, Updates, nennen sie es hier drin. Also man wird dann besser sozusagen. Ich habe jetzt 220, wie ihr gesehen habt. Und eins mal für das normale, ich glaube, Werfen auf mittleres Distanz, da brauchst du für 1.77 durch FPS. Also, tja, sollte man sich schon überlegen, was man da macht. Und was man da ausrüstet. Falls man was ausrüstet, was ja theoretisch auf der, sagen wir mal, bei meiner Spielstärke, wenn ich jedes Mal mit C durchkommen sollte, ich 0 Punkte kriege. Ich habe keine Kurve, nichts gemacht, dann immer noch 0 Punkte. Das könnte ein bisschen, das könnte sehr eng werden. Und dann weiß ich ja, noch nicht mal, wie das ist, wenn ich jetzt, ich sag mal, Minuspunkte machen würde jetzt hier, ob es mir dann abgezogen wird. Oh, oh, oh. Mach ich mich jetzt bereit? Ich mach mich bereit. Cool. Mein erster Einsatz steht kurz bevor. In der NBA für die Rocket Hornets. In die Houston Rockets. Ich weiß noch nicht mal, wie mein Verein heißt. Ah, wenn das mein Chef wüsste. Gut, rein als Shooting Guard. Okay. Das ist mein erster Einsatz. Wunderschön. Ah. Oh, Alter, schubst mich nicht weg, bist schon was Besseres. Ich weiß, dass ich noch ein Rocky bin. Wie ihr mitgekriegt habt, mein Vertrag läuft jetzt 2 Jahre hier in dem Verein. Ist jetzt die Frage, ob ich da jetzt hier, ob ich das jetzt Jahr für Jahr mal weiterspielen kann. Ich denke mal schon. Ach so, halt, ich muss ja zu meinem Mann. Gleich wieder Minuspunkte kassieren. Und? Okay, komm. Und? Boah, Fehlwurf, ey, das hat mich gestoppt. Ich kann nichts dafür. Wo ist denn mein Mann eigentlich? Nein! Kaum bin ich drinne, hagelt den ersten Minuspunkt, ja. Komm! Nein! Das ist wieder typisch. Das ist mein Mann. Du bist mein Mann. Und. Oh. Ich glaube, ich werde gleich wieder ausgewechselt. Naja, kaum ist der Clayton drin, schon ist vorbei. Und? Oh, Alter, ich bin doch wieder geschubst worden. Das kann doch nicht sein. Ah, schade. Schade. Und jumpen, wie auch immer. Nein, nicht zu dir abgeben. Schlechter Pass, ja, ich weiß. Ich will doch gar keinen schlechten Pass fordern. Hallo? Was? Gute irgendwas ist mir wurscht. Keine Ahnung, was ich gut war, aber. Nein! Oh! Da stellt sich aber keiner dagegen. Oh. Gut, ich habe da. Oh, Osama ist auch dabei. 14-14. Der Mr. G ist das. So, damit hätten wir meine erste Halbzeit, das erste Viertel geschafft. Der neue Tickets unter Rockets.com. Also, Leute, na? Schön Tickets kaufen. Was? Geht es jetzt weiter? Ja, es geht weiter. Gefällt mir wirklich, wie du bisher spielst. Mach weiter so. Coach-Feedback. Ne, ist doch gut. Das ist schon mal gut. Das heißt Voraussetzung, dass ich gleich noch drinne bin. Nein, ich sitze auf der Auswechselbank. Schade. Aber 5 Minuten läuft ein Viertel bloß noch. Also heißt, wir könnten das Spiel in 20 Minuten durchkriegen, circa. Wenn ich mal in einer Dreiviertelstunde wie das erste. Ja, komm, guck du mich nicht so an. Ja, ja. Aber ich muss sagen, das ist schon, ja, wie gesagt, wer schlecht ist, noch. Macht halt mehr Sitzpause als alles andere. Ich gehöre halt nun mal zu denen, die Sitzpause machen. Defense!
Mir fällt gerade auf, wir liegen schon wieder hinten. Tja. Oh, Delfino. Hör uns mal rein damit, rein damit. Sauber. Wunder. Hübschel. Ich finde das frisch cool gemacht. Da kriegst du so Feedback vom Trainer, wie schlecht oder gut du warst. Das ist der Bodyguard, der wir wahrscheinlich gleich auch drauf heute hier mit dieser komischen braunen Jacke. Wir könnten mal gucken, vielleicht haben wir ja mal ein paar neue. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wird denn aber auch gleich schlecht. Oh, guck mal, das sind jetzt nicht nur drei, das sind jetzt fünf. Und da sind sie, der Chiquitas und da sind sie. Wo ist er denn hin? Ach, da ist er. Guckt euch ein. Der Mr. T. Der B.A. Barackers. Hier. Beim Basketball. Ach, schade. Ich wollte eigentlich nicht zu der Hornets. Ich wollte ja zu der Dings ja. Seattle Supersonics. Oder so, aber naja. Ich weiß nicht, ob man sich das danach aussuchen kann. Ob man Glück haben will, wo ich immer nicht hin will, das ist eigentlich unbedingt Chicago Bulls. Aber naja, man kann es sich halt nicht aussuchen. Zumindest am Anfang nicht. Gut, ich hätte vielleicht bei dem dritten nicht so die große Klappe haben sollen. Wäre vielleicht bei besseren rausgekommen. Aber meine Spielleistung war ja auch grottenschlecht. Und daher. Tja. Dann muss ich mich jetzt hochspielen oder hochschlafen? Eins von beiden. Falls ihr euch wundert, ist, wir haben es mittlerweile schon wieder früh um zwei. Bei mir, wo ich das gerade hier aufnehme. Ja, man muss ein bisschen die amerikanischen Verhältnisse wahren. Na komm Jungs, jetzt nehmt ihr doch mal den Ball weg. Boah. Timeout. Okay, wir haben Timeout. Das ist wieder die Chance, dass ich vielleicht reinkommen. So als. Hulla, die Waldfee. Aber die sind aber alle blond. Ach ne, da sind wieder zwei Schwarzhärche und eine komische Grünhaarfarbe. Eine zwei komische Grünes. Jo, ich komme mal rein als Shooting Guard. Okay. Ach so. Ah. Hier komme ich jetzt relativ nur als Shooting Guard rein, weil ich bin eingestellt als Shooting Guard. Wunderschön. Okay, das ist wieder. Los, komm. Komm. Mann, oh mein, oh mein, oh mein. Das ist das mein. Oh, klar. Ich hab den wieder. Na? Und jetzt, los, komm. Vor! Schlechten Pass, Alter, ich habe keinen schlechten Pass gefordert, ich habe einen guten Pass gefordert, komm! Mann, ich werde hier geschubst, das gibt's, ne? Bodenlose Frechheit, wo treffe ich ihn eigentlich nicht? Wo ist denn mein Mann? Da drüben ist mein Mann. Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ja richtig schlecht, was ich jetzt haben werf. Na komm! Gib doch das Ding einfach ab, du Nuss. Steh schon drinnen und. Ach, nö, wird abgegeben. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schaut euch an. Und Rumsel, die Bumsel. Voll rein dort. Das war 100. Was? 111 Crowtown Meter. Was? Wie auch immer. Wie auch immer, erzählen wir gerne nicht. Na los, komm. Und rein. Oh nein, das kann's nicht sein. Boah. Mann, 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 Mann. Das rächt mich gerade aber auch sowas von auf. Ich habe einen Rebound. Hey. Ich habe einen Offensiv-Rebound. Hey. Was? Du nutzt deine Minuten perfekt.
Oh, ich bin schon wieder draußen. Na schön. Ah, schade. Na okay. Ich habe halt bloß Minuten. Vor allen Dingen die halbe Minute hätte mich auch noch drin lassen können. Aber okay. Was soll's? Achso, das kann ich mir vielleicht mal. Ach, guck mal, da ein Haarback. Ah, das sind sie, die Jigitas. Guckt's euch an. Oh, das ist das Wichtigste. Oh, ja, Babys. Macht mir den Lady Schäfer. Und? Wir kassieren natürlich nicht Punkte. Hier sehe ich einen Arsch. Na, lecker. Sehr lecker. So, eins. Und? Nee, oder? Aber bloß hat er doch gezählt. Ich weiß es gerade nicht. Aber warum habe ich denn so einen Halloween-Kopf? Ist ja gerade Halloween-Zeit bei uns. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wo kommt denn die kleine Blonde da drum? Halbzeitbericht. So, Halbzeitbericht. Okay. Oh Gott, oh Gott. 48% Wurfquote. Aha, und? Fupp drinne, okay. Ob da auch irgendwas von mir dabei ist, also schon mal zumindest Kekobleger, weil. Ach so, das sind die jetzt. Guckt euch an hier, wie sie reingehen. Aber nix, ich bin nicht mit dabei. Nicht mal beim Gegner. Mit der Gegnerpunkte Mord. Ich werde. Siehst du, ich bin noch nicht mal irgendwo bei so einem Video. Also, wie nennt man das denn noch? Ja, halt bei so einem Replay. So war's. Replay dabei. Nicht mal das. Es ist deprimierend. Hopp, wie sie alle von mir verschwinden. Hopp, 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 hopp. So, ich beginne meine dritte Halb, also mein drittes Viertel auf die Auswechselbank. Auf der Auswechselbank. Tja, so ist es halt. Ich glaube, ich werde mir ein paar Themen einfallen lassen. Für das nächste Spiel. Immer wenn ich auf der Auswechselbank sitze, was ja öfters ist. Werde ich über das Thema quatschen, solange, bis ich wieder eingesetzt werde. Also falls ihr Themen habt, über die ich auch quatschen könnte, dann schreibt sie einfach unten mal in die Kommentare. Das können sinnvolle Themen sein, sinnlose Themen sein. Oder irgendwas anderes. Oder irgendwelche Fragen, die ihr an mir habt. Einfach stellen. Und ich kann sie ja dann hier so während des Rumsitzens beantworten. So meine Fanbriefs. Sozusagen. Meine Fanpost beantworten, indem ich hier auf der Auswechselbank sitze. Ach komm, Smith, guck mich nicht an. Da deutet sich sehr viel, wenn ich das Gesicht sehe. Dann gucken wir uns doch lieber die Weiber wieder an. Ja. Danke. Danke. Es ist wieder ein Timeout, wie es aussieht. Es ist schon mal aufgefallen, dass der Kunde mal an derselben Stelle putzen tut. Er kann passiert sein, was er will. Er putzt immer an der gleichen Stelle. So, Defense, Defense. Ah, gut, zumindest die Schilder haben sie erklärt. Ach, guck mal, da oben hängt sie hier. Schaut. Irgendwo hängen, müssen doch eigentlich auch die Trikot mit den Trikotnummern hängen. Zumindest bei den meisten, bei Chicago Bulls, weiß ich, da gibt es sowas. Also in der Realität, also wir reden jetzt nicht von hier. Oh, ich habe einen Dank verpasst. Damit war auch wieder. Also ich muss sagen, das ist liegt wahrscheinlich an dem dritten Viertel. Das ist ein bisschen Tisch verpackt. Da gibt es wahrscheinlich diese Videofrequenzen nicht. Weil erstes Viertel funktioniert, zweites Viertel funktioniert, drittes krabbelt wieder. Wie gesagt, beim zweiten Spiel. Also das liegt wahrscheinlich am dritten Viertel. Das ist verpackt. Aber Back hin oder her. Wir lagen bis gerade immer vorne. Jetzt ist Ausgleich. So, was jetzt? Bin ich jetzt wieder dran? Bin ich wieder dran? Bin ich oder bin ich nicht? Ich schaue ganz gespannt auf der rechten oberen Seite. Wo da steht. Kleiner Kelten. Aber es ist leider nichts.
Ich sitze wieder links unten in Simulation bis zum nächsten Einsatz. Das heißt, ich sitze wieder auf der Auswechselbank. Tja. Achso, Houston Rockets, sag ich doch, so hieß mein Verein. Houston Rockets. Ich sehe eine Schulter, ja, ist mal ein bisschen Platz hier, ich will aber sehen. Wenn ich schon selber nicht mitspielen darf, will ich zumindest zugucken können, würde ich das mal so behaupten. Oh, eine schöne rote Oma, da schaut er dran. Der Herr Spaghetti, ach nee, Maghetti heißt der. Ja, Spaghetti, Maghetti. So, ich hoffe mal, dass ich, wie gesagt, auch nochmal wieder zum Einsatz komme. Sind mich schon, schon fast das ganze Drittel rum. Das dritte Viertel. Ich bin noch nicht mal eingewechselt worden. Das weiß nichts Gutes. Vielleicht werde ich ja dann den ganzen letzten Viertel eingesetzt, komplette 5 Minuten durchzocken. Gesundheit, mein Freund. Falls ihr es nicht gesehen habt, spult zurück, guckt mal links den Innen, der gerade so gefallen hat, hat gerade genießt. Sauber. Komm, Trainer, lass mich noch mal rein. Mann. Und jetzt, komm. Und. Au. Entschuldigung für das Räuspern. Defense. Ich würde da gerne mit pflegen, aber wie gesagt, da wache ich alle auf. Da wache ich. Hallo, deutsche Sprache, schwere Sprache. Bitte kauf mir eine Tüte Geld für 3,80 €. Mir hat's auch gehilft. Möp. So, gut. Ich habe also das doch, das ist, da hätte ich jetzt so viel erzählen können über Gott und die Welt und ich habe mir kein Thema einfallen lassen für dieses Spiel. Okay, also das dritte Viertel ist bald zu Ende. Wir führen noch mit 4 Punkten. Und haben 38 Punkte bis jetzt in dem Spiel gemacht, von dem ich eigentlich 0 gemacht habe. Aber na gut. Mann. Sag mal, spiel ich eigentlich zu Hause? Nee, ich spiel auswärts. Das erklärt, warum wir Defense immer alle schreien. Erklärt zwar nicht, warum wir dann unten stehen, aber. Sind wir rangekommen auf 2 Punkte, das ist schlecht. Los, Jungs! Los! Macht noch einen Punkt! Und. Da dieser Kopf dazwischen. Hat es noch gezählt? Ja, scheint noch gezählt. Nee, hat nicht gezählt, schade. Schade. Das ist das Ende vom dritten Viertel. Ja, das ist ein Guru. Würde sich feiern lassen hier. Am 2K Sports 3. November. Currywurst. Stephen Currywurst. Und Paul. Chris Paul. Achso. Ja, und das sagt mir jetzt nichts, oder? Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Außer Sprite. Immer diese Sprite-Werbung. Und. Das Replay. Gut, jetzt diesmal kann man mich beim Replay nicht sehen. Ich habe ja nicht mal eine Minute gespielt. Geschweige denn sie günchen. Nichts nerving. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe mich auch schon fast wieder draußen sitzen. Na, ich hab's gewusst. Oh, das sind so die Schnecken. Guckt euch an, die könnte ich mir stunden. Oh, das Gesicht aber nicht. Och, Trainer, komm, jetzt lass mich doch auch mal wieder rein. Mann, wieder nicht getroffen, die Leute. Oh, das war ein Dank. Jetzt klappt's wieder mit dem Replay. Ja. Das dritte ist verbuggt. Also im dritten keinen Dank machen oder so. Das gibt mich keine Replays. Was hat das mit dieser Intensiv 116 zu tun? Das würde mich mal interessieren. Ach komm, jetzt lassen wir den Kopf nicht hängen. Wir sind noch gerade mal am Anfang des vierten Viertels.
Mann, die immer die deprimierten Kunden gleich wieder. Schön. Also ich habe die ersten zwei Viertel gespielt bis jetzt. Zwar nicht durch, aber halt mal mitgespielt. Leute, ihr dürft den nicht so durchkommen lassen. Und? Schön. Aber weißt du, was das Schöne ist? Wenn ich nicht eingesetzt werde, na, kann sich meine Mitspielnote nicht verschlechtern. So, ist jetzt immer noch draußen, wunderschön. Hätte ja sein können, dass ich vielleicht mal spielen darf, aber na, ich glaube, der Trainer wird mich wohl nicht mehr lassen. Vielleicht standest du als letzter Satz bei dem Ehen, was ich nicht lesen konnte. So, für dich ist genug heute. Man weiß es nicht. Dazu müsste ich das zurückspulen. Also theoretisch, ihr könnt zurückspulen, ihr könnt mal gucken. Ich nicht in dem Moment jetzt. Und wunderschön. Und drinne. Mist. Ach komm, Trainer, lass mich doch mal nochmal mit rein. Oh, was sind das für Fans? Geld ist ja mal cool. Die steht da und klatscht einfach wie so ein Lemming. Ich. Ja, wenn ich's bin. Komm, der hat gesagt, ich. Steh auf. Der hat doch gesagt, dass ich... Der Trainer hat gerade gewunken. Der hat gesagt, komm, kleiner Kumpel, du bist dran. Du darfst jetzt spielen. Hey, da sitzt jemand anders dort. Es ist zum Heulen. Das ist sowas von fies. Och, komm, ich mache schon jetzt auch mal ein bisschen. Wollen wir kurz nach unten gucken? Wieso kann ich nicht nach unten gucken? Achso, weil ich eigentlich dieses Ding da beobachten muss. Entschuldigung, ich verstehe. Und das rein. Drinne. So, und jetzt kann ich aber schmollen. Oder komm, lass mich schmollen. Die wollen mich nicht mehr schmollen lassen. Schaut das mal an. Ich will doch jetzt geht's jetzt langsam. Oh, schmoll. Ich habe keine Beine. Oh mein Gott. Ich weiß, warum ich nicht mehr spiele. Ich habe keine Beine. Ich bin komplett beinlos. Das ist deprimierend. Ich habe keine Beine. Mein Leben ist so schlimm. Ich darf nicht spielen, ich habe keine Beine. Mir ist doch so langweilig. Ja, ich weiß. Drücken Sie Y. Simulation bis zum nächsten Einsatz. Dann wäre das Spiel aber wahrscheinlich schon zu Ende. Weil ich dann nämlich keinen Einsatz mehr kriege. Aber ist egal, so wäre ich halt auch nicht zum besten Spieler genannt. Krieg keine Punkte. Ja, werde ich zum nächsten NBA-Star. Was soll ich sagen? Tja, so ist das Leben. Ja, schön. Drei Mann stehen dort und lassen dort ganz gemütlich den Ball übergeben. Mann. Nehmt den doch mal den Ball weg, Jungs. Die dürfen nicht in Führung kommen. Boah. Leute. Jetzt aber los. Oh, hallo. Die schenkt denen nicht so viel Offensiv-Rebounds. Was soll denn das? Schön, wie wir hinten liegen. Mann. Oh ja, ich komme nochmal rein. Wunderschön. Jetzt reiße ich es raus. Das macht einen Siegpunkt. Klammer denkst du zwar, aber... Okay. Was? Was denn du schon wieder?
Reifen, sie gehört Überschaltung, Defense. Was ist los? Ach so, die. Ach so. Das ist, na gut, das ist gut. Da kann ich nichts dafür. Keine Ahnung, was das bedeutet mit den 3 Sekunden Defense, aber es klingt cool. Gut, da haben wir zwar bloß einen Punkt gekriegt, aber ach so. Komm her, komm her, komm her. Oh. Die treffen doch ne. Das ist mein Mann, das ist mein Mann. Oh nein, 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 nein. Ah. Los, komm. Komm, geh den Ball wieder her. Und. Wunderschön. Wunderschön gemacht. Schaut sich an. Da ist er, der Mann. Sprung. Wow, 56,5 cm Sprungkraft. Wow. Das Ding gibt ein Nike Plus. Aber wir liegen immer noch mit einem Punkt hinten. Das ist schlecht. Na Leute, komm. Wir haben nicht mehr so viel ewig Zeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ob ich es mal mit einem Dreier versuche? Ja, ich versuche es mal mit einem Dreier. Und? Eine D-Plus. Ne, ist ja wurscht. Kannst ja mal vergeigen. Achso, halt. Nein, 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 nein. Und los. Stil 2. Ah, dann habe ich wieder rausgeholt. Ich habe es rausgeholt. Stil Block mit Bucken. Pass zum Assistant. Ja. Was wurde nette? Habe ich wieder ausgewechselt, wa? Oder? Nee, 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 komm, komm, komm. Was ist denn nur schon wieder? Ach. Bonus. Das ist schlecht. Oh, was? Das ist ein Shooting Guard. Jetzt haben wir zwei, jetzt haben wir drei Nullen hier. Ich habe zwei und der hat einen. Würde ich nur so sagen. Dann sind wir noch 12 Sekunden los. Oh Mann, oh Mann. Was denn jetzt, du? Point Guard, entscheide dich jetzt langsam mal. Dahin, dorthin, überall hin. Was denn jetzt? Du wirst klatschen, Ene. Komm, Bass. Gib mir doch den Ball. So was bekloppt. Dammer, hämmer das. Mann, oh Mann, oh Mann. Anstatt mir den Ball zu geben, toll. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe auf A gedrückt. Wunderprächtig. So wunderprächtig, Jungs. Mann, oh Mann, oh Mann. Da verlieren die den Ball davon, anstatt mir den Ball zu geben. Und, komm noch, Dreier. Naja, wurscht. Hat ihn nichts mehr gebracht. Scheißegal. Es wäre noch schön gewesen, mal einen Dreier zu machen, aber ne. Das war das Ende vom vierten Viertel. Das Spiel ist vorbei. Wir haben mein erstes NBA-Spiel gänzlich komplett verloren. Tja, shit happens, würde ich sagen, wa? Guckt, wie wir deprimiert rausgehen. Tja, mal gucken, was der Trainer sagt zu meiner spielerischen Leistung. Da bin ich, da unten seht ihr mich. Oh, jetzt geht's los. 3 Punkte habe ich verdient. Also, ach nicht, 6 Stück. Schlüsselspiel Multiplikator mal 2. Das war ein Schlüsselspiel. Voll vergeigt das Schlüsselspiel. Na gut, wollen wir weitermachen. Ah, eine Aktion von mir und. Nicht mal getroffen.
Da wird mal eine Aktion von mir gezeigt und ich treffe nicht dabei. Das ist. Achso, da werden mehrere Aktionen von mir gezeigt. Guckt ja, schön gestealt. Schaut, schaut. Da ist er. Mein letzter Versuch, der Dreier. Ja, aber schade eigentlich. Ich glaube, ich drück da irgend, muss da irgendwo noch eine Taste mit drücken, dass das funktioniert. Ich weiß es nicht. So, dann mal willkommen zum nächsten Pressekonferenz. Sie haben jetzt Ihr erstes Spiel in der NBA hinter sich. Wie schätzen Sie Ihre Leistung ein? Ich kann aus dieser Situation lernen. Ich werde ein Star sein. Ich habe kluge Basketball gespielt. Es ging alles so schnell. Naja, ich werde aus dieser Situation mal lernen. Team hoch, die Fans gerade so und Fansupport hoch. Es war die richtige Antwort.